Servus meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute möchte ich ein neues Format starten. Das Format habe ich mir, um ehrlich zu sein, von Tanzverbot abgeschaut. Nur dass ich halt einen veganen Einkaufform mache. Bei Tanzverbot ist es einfach Einkaufform. Und ja, dann würde ich sagen, starten wir mal. Ich habe mir heute Hummus geholt. Das Ding ist, ich habe Hummus so noch nie gegessen, außer einmal in ein Falafel-Sandwich. Aber ich bin seit kurzem richtig der Kichererbsen-Fan, deshalb habe ich mir auch Kichererbsen geholt. Und ich habe erfahren, dass die halt aus Kichererbsen hergestellt werden und deshalb bin ich echt jetzt gespannt, wie der fertig schmeckt. Ich habe von vielen gehört, dass er einfach selbstgemacht wesentlich geiler schmeckt als so. Dann habe ich mir noch rote Linsen geholt. Das habe ich ehrlich gesagt auch noch nie probiert. Ist heute auch so eine kleine Premiere. Ich glaube aber nicht, dass da ein Riesenunterschied ist zu normalen Linsen. Dann habe ich mir fürs Frühstück Physalis und Himbeeren geholt. Die werde ich mal in mein veganes Joghurt reinschneiden. Rohlgerste, das sagt mir jetzt ehrlich gesagt auch nichts. Ist irgendwie Weizenprodukt, muss ich mal probieren, wie man das so verarbeitet. Ich habe keinen Plan, da muss ich mich echt damit auseinandersetzen. Dann habe ich mir ein veganes Bullet Chunk geholt. Das habe ich geholt, weil ich heute mal ein Kebab machen möchte mit diesem Hummus. Da habe ich ein Rezept im Internet gefunden. Und ja, dann noch Brecheisnudeln, glutenfrei in dem Fall, weil ich habe festgestellt, dass wenn ich zu viel Mehlprodukte esse, dass ich dann immer voll die Blähungen und Probleme habe. Deshalb habe ich entschlossen, dass ich Nudeln einfach nur noch glutenfrei esse, damit ich es da reduziere, weil sonst nehme ich auch relativ viel glutenreiche Produkte zu mir. Dann habe ich beim Lidl was entdeckt, was ich wirklich seit Monaten schon probieren möchte und wo echt ein separates Video kommen wird, nämlich vegane Burger Patties. Da wird ein Video kommen und ich bin wirklich neugierig, weil ich habe in vielen Seiten gelesen, dass richtig geil ist. Ich habe keinen Plan, wie es wirklich schmeckt. Und ja, sind wir mal gespannt, wie es dann im Endeffekt schmeckt. Dann habe ich Beluga-Linsen, meine Favorite, die liebe ich über alles, habe ich glaube ich in jedem zweiten Video schon gesagt. Dann vegane Nuggets, die sind mir auf einer veganen Seite empfohlen worden. Möchte ich auch probieren. Generell bin ich mittlerweile echt der Fan von diesen veganen Sachen. Da kaufe ich auch einen Käse und so weiter. Und in dem Fall habe ich jetzt das Simple F gekauft. Liebe Grüße an Ungenehm bei, der hat den in seinem Stream mal empfohlen, dass der richtig nice ist. Ja, dann Zucchini. Ja, muss man nicht viel dazu sagen, braucht man halt Gemüse. Und das ist auch von Vegans. Das ist Paprikawurst vegan. Ich bin echt gespannt, wie das schmeckt. Ich bin ja wirklich ein großer Fan von Paprikawurst und habe die auch früher recht häufig gegessen. Bin jetzt gespannt, wie das schmeckt und hoffe wirklich, dass es sehr ähnlich ist, weil die Paprikawurst geht mir wirklich ab, um ehrlich zu sein. Und dann diese Pizza von Vegans. Ist zwar schon aufgedaut halb, aber ich glaube, die kann man nochmal einfrieren. Muss man dann schauen. Die Teile habe ich mir auch noch mitgenommen. Das sind vegane Prinzenrollen. Und ja, das habe ich zwar meiner Frau gekauft, ist, auch wie ich feststellen konnte, auch vegan. Das ist so eine türkische Süßigkeit. Sieht lecker aus, werde ich definitiv probieren. Und ja, das ist mein Einkauf für die Woche. Und ich würde sagen, die Woche kommen ein paar Vlogs noch. Und nächste Woche kommt dann dieses Einkauf vom Video. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben hier, abonniert mich und aktiviert die Glocke. Hiermit bin ich raus. Ciao.